Herzlich willkommen zum zweiten Video im vierten Modul zum Thema Analysieren. Mein Name ist Steffen Schaal und ich möchte gerne gemeinsam mit Ihnen einen Blick auf fachdidaktisch angemessene Angebote in einer Kultur der Digitalität werfen. Dies umfasst sowohl die Lernendenperspektive wie auch die Frage, wann ist denn ein Bildungsangebot zum digital unterstützten Draußenlernen tatsächlich wirksam. Dies sollte deutlich mehr sein als die Wissensvermittlung alleine, doch dazu später. Bei einem Blick zurück auf die bereits behandelten Module und einem Blick nach vorne zu den von uns mit diesem MOOC intendierten Zielen wird deutlich, dass die Planung, die Umsetzung und die Reflexion digital unterstützter Lehr-Lernangebote tatsächlich sehr vielschichtig ist. Dies dürfte mit dieser Visualisierung, die auf Grundlage einer Idee von André Schier entstand, ziemlich deutlich werden. So dient Digitales beispielsweise als Werkzeug, es dient dem Netzwerken, ist zugleich Lehr- und Lernzeug und konstituiert Denknetze, um nur einiges zu nennen. Allzu oft jedoch werden digital unterstützte Lehr-, Spiel- und Informationsangebote auf einem sehr traditionellen Verständnis von Lehren und vor allem von Lernen aufgebaut. Ausgehend von einer recht kognitivistischen Vorstellung, dass sozusagen ein Sender, also eine Gestalterin, ein Angebot in der Form aufbereitet, dass ein Empfänger, eine Nutzerin beispielsweise einer GPS-gestützten Naturführung, die vorbereiteten Informationen aufnimmt und angemessen verarbeitet. Heute gehen wir in einer Kultur der Digitalität davon aus, dass diese Sender-Empfänger-Vorstellung nicht angemessen die digitalen Praktiken abbilden kann. Diese Einwegsicht dieser Informationsdarbietung, der Informationsaufnahme und Verarbeitung wird von einer Sichtweise abgelöst, die vielmehr jeden und jede gleichermaßen in beiden Rollen verortet. Ein Beispiel unter vielen ist hierfür ganz klar die im folgenden Modul bearbeitete Kultur des Teilens. Damit werden mit dem Internet verbundene Nutzerinnen beispielsweise bei der Arbeit in Weblogs gleichermaßen und gleichberechtigt zu Sender und Empfänger von Information und Wissen. Der Themenkomplex Analysieren im Zusammenhang mit Lehr-Lern-Informationsangeboten zum digital unterstützten Draußenlernen erlaubt nun zunächst zwei Perspektiven eben dieser analytischen Ebenen. Bei der Planung beispielsweise müssen die Voraussetzungen der EmpfängerInnen bzw. der NutzerInnen analysiert werden, um tatsächlich zielgerichtete, didaktisch wie technische Entscheidungen im Hinblick auf die Gestaltung treffen zu können. Über diesen Aspekt haben wir uns bislang tatsächlich im MOOC noch wenig Gedanken gemacht. Die zweite Perspektive bezieht sich auf die Frage, wann ein Informations- und Bildungsangebot denn wirksam und wie dies wiederum wirksam ist und wie dies wiederum für die Weiterentwicklung dieses Angebotes genutzt wird. Als Analyse und Planungshilfe kann das vermutlich bekannte Angebot-Nutzungsmodell angewandt werden. Hier möchte ich gerne näher auf das Modell zur Technologieintegration von Lachner und Kolleginnen eingehen. Gerahmt wird eine planvoll gestaltete Lerngelegenheit natürlich von einem fachlichen Kontext. Ziel ist es, einen zuvor festgelegten Ertrag, sozusagen ein Lernziel, eine Kompetenzentwicklung oder auch beispielsweise eine Einstellungs- bzw. Einstellungsänderung zu erreichen. Dafür notwendig ist ein Angebot, das hier auf der rechten Seite eine hohe Prozessqualität aufweist. Diese Prozessqualität umfasst beispielsweise Räume für forschend entdeckende, für konstruktive anstatt rezeptive Zugänge, wie zuvor von Martin Scheuch im Video vorgestellt. Doch das beste Angebot kann nur so gut sein, wie es von Lernenden auch wahrgenommen wird, wie es genutzt wird. Dafür müssen natürlich Lernende kognitiv aktivierende Lernaktivitäten ausüben. Bei einer Bildungsroute
Für Smartphones zur Stadtökologie reicht es beispielsweise nicht aus, lediglich Informationen vor Ort zu präsentieren. Vielmehr müssen wir dafür sorgen, dass die Nutzenden sich auch möglichst aktiv mit dem Ort auseinandersetzen und idealerweise auch im Austausch sozusagen gemeinsam Sinn konstruieren. Für die Wahrnehmung des Angebotes wiederum, wie auch für deren aktive Nutzung, ist es absolut unerlässlich, dass die Voraussetzungen wiederum der Nutzenden, die kognitiven wie die motivationalen, bekannt sind und für die Gestaltung der Lerngelegenheiten wirklich auch gezielt genutzt werden. Diese Voraussetzungen der AdressatInnen gilt es nun zu analysieren, wenn wir Lerngelegenheiten gestalten wollen, die aktivieren, nachhaltige Erlebnisse, Erkenntnisse schaffen und hohe effektive Lernzeit bieten. Naja, wie kommen wir jetzt zu diesen Informationen? Ganz einfach, wir fragen die AdressatInnen, wir hören ihnen zu, beteiligen sie möglichst frühzeitig an der Gestaltung. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit deutlich, dass ein solches Angebot auch wirklich genutzt wird. Zur weiteren Vertiefung möchte ich hier ganz gerne auf den grünen Faden aus dem Quali-Mobil-Projekt verweisen. Dieser gibt für die Analyse der Adressatinnen wie auch für ganz andere Planungsentscheidungen gezielte Gestaltungshilfen. Nach den Überlegungen zur Analyse der Adressatinnen wollen wir nun noch einen Blick auf die Frage der Wirksamkeit von Bildungs- und Informationsangeboten werfen. Wie bereits vorhin beim Ertrag im Angebot-Nutzungsmodell angedeutet, kann die Wirksamkeit eines Angebotes aus Senderperspektive daran festgemacht werden, ob die intendierten Informationen angemessen dargestellt wurden, ob sozusagen ein Lehrziel erreicht wurde. Oder aber auch das, ob das von uns PädagogInnen oft beschriebene Leuchten in den Augen der AdressatInnen, also die von außen beobachtbare Begeisterung, erreicht wurde. Mit Bezug auf die Lernenden sind wir mit unserem Angebot dann wirksam, wenn wir messbare Erfolge erzielen, wenn Kenntnisse erweitert wurden, Kompetenzen und/oder Einstellungen entwickelt oder sogar sichtbar Handlungen gefördert wurden. Dabei reicht eine Fokussierung auf Wissen alleine sicherlich nicht aus, wenn umfassendere Bildungsziele wie beispielsweise individuelle Handlungsfähigkeit oder Gestaltungskompetenz entwickelt werden soll. Hierzu möchte ich Ihnen ein Beispiel aus unseren Forschungsarbeiten zu Geogames geben, bei der das Ziel ist, die Wahrnehmung und Inwertsetzung biologischer Vielfalt zu fördern. Im Geogame Finde Vielfalt Simulation haben wir 90-minütige Spiele-Sessions in einem Prä-Post-Design untersucht und die Einflüsse auf die Entwicklung der Naturverbundenheit sowie auf das Diversitätswissen erhoben. Die gestrichelten Linien sind erwartete, jedoch statistisch nicht relevante Wirkungen und Zusammenhänge. Wie man bei den durchgehenden Wirkpfeilen sieht, hängt das Ergebnis des Bildungsangebotes jeweils von den Voraussetzungen der Lernenden ab. Eine für konkretes Handeln, in diesem Fall notwendige Naturverbundenheit, kann jedoch durch das freudvoll aktive Erleben in dieser Studie durch das Spielvergnügen zusätzlich unterstützt und wirksam werden. Einen anderen Blickwinkel eröffnet uns die Reflexion zur Wirksamkeit unserer Bildungsangebote aus Sicht einer Kultur der Digitalität. Wie eingangs dargestellt, verändern sich Rezeption, Gestaltung und Praktiken der Nutzung und des Umgangs mit digitalen Technologien und Medien. Referenzialität, also die Entwicklung eines persönlichen Bezugssystems, ist längst nicht mehr Aufgabe und Auftrag für Expertinnen oder Redaktionen, sondern jeder muss sich selbst aus der Flut täglicher Informationen die für sich selbst bedeutsamen auswählen, eine individuelle Bedeutungszuweisung vornehmen.
So entwickelt wiederum jeder ganz individuell, ich zitiere hier Stalder wörtlich, Aufmerksamkeitsfelder, Referenzsysteme und Sinnzusammenhänge. In dieser Vielfalt kann sich jedoch ein Einzelner unmöglich alleine orientieren und diese Bezugssysteme werden gemeinschaftlich geteilt. Hier wiederum wird die Gemeinschaft wichtig für die Anerkennung des Einzelnen. Die schlichte Zahl der Follower oder der Likes liefert sozusagen einen quantifizierten Wert einer Person. Zugleich konstituieren sich die Mitglieder einer solchen Gemeinschaft, das kann zum Beispiel eine Facebook-Gruppe sein, ihre eigene Weltsicht. Zusammen mit der durch Algorithmen bestimmten, personifizierten Auswahl von Informationen ergibt sich aus diesen drei Bestandteilen die Digitalität, welche weit über die rein technische Perspektive der Digitalisierung hinausgeht. Daher muss auch für uns beim digital unterstützten Draußenlernen Wirksamkeit von Bildungsmaßnahmen am Digitalitätsverständnis gemessen werden. So muss Nutzenden von Komoot beispielsweise klar sein, dass bei einer durch Algorithmen vorgenommenen Angabe des Schwierigkeitsgrades einer Tour stets die Bezugsnorm, also in diesem Beispiel der Menschen, die diese Tour gehen, berücksichtigt werden muss. Damit wird deutlich, dass sich die tatsächliche Schwierigkeit bei gleicher Angabe durchaus unterscheidet, sehr unterscheidet, dahingehend, ob nun für das Schweizer Hochgebirge, wo die Referenz womöglich erfahrene Alpinisten sind, oder ein Mittelgebirge wie die Schwäbische Alb. Hier haben wir ein Durchschnittsalter der im Alpverein organisierten Menschen von rund 70 Jahren eine entsprechende Tour geht und anbietet. Das Bild auf der rechten Seite zeigt ein anderes Beispiel, nämlich welche Orte man in Norwegen besucht haben muss. Links oben sehen Sie den Kjerag-Bolten, ein Felsbrocken eingeklemmt an einer Felsspalte über einem 1000 Meter hohen Abgrund. Im Sinne der Gemeinschaftlichkeit gilt durchaus diese schöne Wanderung nur dann etwas, wenn der Schnappschuss mit einem beherzten Sprung auf diesem Felsbrocken auch wirklich in der Social Media Community landet. Wirksam sind wir also auch dann, wenn Lernende reflexiv mit der Frage umgehen lernen, wer für wen, warum und vor allem auch wie Informationen, Erlebnisse und Persönliches teilt. Damit sind wir wieder am Ende dieses Abschnitts des MOOCs angelangt und ich hoffe, ich konnte Ihnen eine Perspektive des nach vorne, nach hinten, des Nachblickens bei der Analyse und Voraussetzungen der Adressatinnen und der Wirksamkeit von Angeboten zum Draußenlernen mit digitaler Unterstützung eröffnen. Und hoffentlich konnte ich auch Fragen aufwerfen, die Sie noch eine Weile beschäftigen werden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viele Grüße aus Ludwigsburg.